Hallo und herzlich willkommen jetzt auch auf YouTube. Und ja, ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag bisher. Wir schauen uns heute Dragon's Dogma an. Ich habe Dragon's Dogma 2, ich habe den Vorgänger nie gespielt. Aber was ich bisher so von Intros und so gesehen habe, hat mir das Spiel ganz gut gefallen und ich dachte mir, ja, warum nicht? Ich habe mich diesmal nicht so sehr hypen lassen wie bei Baldur's Gate, wo ich dann ja enttäuscht wurde. Ich bin einfach sehr gespannt und offen, was mich denn so erwartet. On a guess, lend me your ears. Long has our Fevremonde suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, of how long I have waited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate.
Now, which one of you was it? No need to be shy. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Okay, wir dürfen jetzt endlich. Das geht gerade alles ein bisschen schnell. Okay. Du kannst entweder einen Gefangenen als Voreinstellung wählen oder den Gefangenen mit Kapuze, um das Aussehen deines Charakters von Grund auf anzupassen. Wir werden anpassen, höchstwahrscheinlich, und es wird wieder ein bisschen dauern. Und Chatterino, bitte hör auf rumzuspinnen. Bleib einfach verbunden. So. Ja genau, Sprachausgabe ist halt leider Englisch oder Japanisch. Ich habe mich dann doch eher für Englisch entschieden. Is it you? No? It is hard to say. Also du bist aber sehr jung. Wir nehmen den mit Kapuze. Are you the one then? Aha, I thought I recognized you. Wähle eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf aus, um das grundlegende Aussehen des Charakters zu bestimmen. Du kannst dann weitere Bearbeitungen vornehmen, indem du Anpassen auswählst. Einmal festgelegt, kann die Rasse des Erweckten nicht mehr geändert werden. Eine Rasse, einen Körpertyp und einen Basiskopf, okay. Ich hoffe, die Lautstärke passt so. Körpertyp und Rasse. Es gibt genau zwei Rassen? Offenbar. Was sind das? Jeweils Männlein und Weiblein? Ja gut, dann werden wir Mensch. Körper. Eher klein. Aber auch nicht zu klein. Klein und sehr schlank und klein und ein bisschen dicklich. So, passe das Gesicht nach deinen Vorlieben an, indem du es in drei Stufen konfigurierst. Du kannst dann an dem Kopf, den du als Basis ausgewählt hast, weitere Bearbeitungen vornehmen. Okay. Basiskopf verändern. Ich schätze mal, die Haare werden so nicht bleiben. Ich sollte nur nach der Kopfform gehen. Finde ich sie und sie am schönsten. Ich glaube, ich nehme sie. Dann nehme ich wieder sie. Nein, so ein... Och nee, wir haben ihr jetzt so ein Doppelkinn verpasst. So ein... Ah, komme ich nochmal zurück?
Das haben sie ja alle. Oder sah nur noch Doppelkinn aus. Jetzt gerade sehe ich da gar keinen Doppelkinn mehr. Okay, es ist wahrscheinlich einfach, wie es aussieht. Schon eher nicht allzu breit den Hals. Nehmen wir einfach das. Ja, bitte den Basiskopf weiter anpassen. Körpergröße kann man tatsächlich komplett einstellen. Was geht nicht kleiner als 1,60? Okay, ich bin mal 1,60 groß. Oh Gott, die Rumpflänge. Machen wir den Rumpf mal wieder kürzer. Ich weiß nicht, wo jetzt Standard war gerade eben. Wahrscheinlich irgendwo hier. Muskelstil. Ich sollte mir immer merken, von was ich ausgehe, sonst werde ich auf Dauer Probleme bekommen. Ich habe zuerst gedacht, ey, die Charaktererstellung ist schon übersichtlich. Muskelkraft. Wahrscheinlich, wie ausgeprägt die Muskeln sind, aber ich sehe keinen Unterschied, muss ich ehrlich gestehen. Ich lasse das erstmal auf Standard, weil ich gerade nicht erkenne, was ich eigentlich verändere. Das da hinten. Oh Gott. Okay. Ich habe gerade nicht gesehen, dass mir das angezeigt wurde. Ich sehe aber auch keine Veränderung. Aber ist in Ordnung. Standard war ja eigentlich schon in Ordnung.
Höhe, Gesicht, Länge, Hals, dicke Hals. Vielleicht wird der dicke Hals ein bisschen was ändern. Ein bisschen mehr Busen wäre ganz nett. Vielleicht nicht ganz so breite Schultern. Schade, dass Gedrücktheiten direkt zu viel überspringt. Brustdicke. Was veränderst du denn? Ich meine, klar, die Brustdicke, aber was genau bedeutet das für mich? Ah. Rumpfbreite. Könnte ein bisschen schmaler sein, gefühlt. Ja. Talienbreite vielleicht noch ein bisschen schlanker. Die Po-Größe einstellen. Okay. Ein bisschen runder, da könnte der Po durchaus sein. Man muss aber auch nicht komplett übertreiben. Okay, Chatterino lässt heute nicht zu, dass sich mein Chat irgendwie verbindet. Beziehungsweise mein Internet ist einfach am Poppes. Ich hab Ausfälle. Warum habe ich Ausfälle? Wo davon? Was soll das? Ich glaube, damit bin ich zufrieden. Körperhaltung, Bewegungsstil. Da verändert sich? Wieso sieht das für mich alles gleich aus? Ich habe dafür offenkundig kein Auge.
Schneller und langsamer. So sieht es zumindest für mich aus, aber wahrscheinlich das ergibt keinen Sinn. Könnte sehr hochnäsig laufen. Ich glaube, ich nehme den. Und ich habe das Gefühl, irgendwie stimmt mit dem Oberkörper doch noch was nicht. Schulter, mit den Schultern stimmt irgendwie noch was nicht. Kunststilhaut. Grundstil war 27, war eigentlich schon okay. Wobei 18 auch nicht schlecht ist. Bei 11. Da gefällt mir auch die Hautfarbe gut. Keine Falten, wir sind jung und knackig. Mit mehr Falten würde es so aussehen. Augenbrauen. Komme ich irgendwie näher ran? Den Stil der Augenbrauen konnte ich jetzt leider nicht anpassen. Ich fürchte, ich werde mein Chatprogramm gleich nochmal neu starten dürfen. Das spinnt gerade sehr rum. Nach der Charaktererstellung. Ich mag es, wenn Augen so ein bisschen nach innen unten gewinkelt sind, praktisch. Guten Morgen, René. Ja, guten Mittag, aber hallo. Willkommen, wir schauen gerade ein bisschen in Dragon's Dogma 2 rein.
beziehungsweise gerade noch in die Charaktererstellung, in die ich mich mal wieder sehr vertiefe. Ich kann einfach nicht anders. Ich meine, ich versuche schon, mich zurückzuhalten. Ich hätte schon gerne eher so ein bisschen spitz, aber nicht so spitz. Vielleicht ein bisschen kleiner. Der Winkel ist auch ein bisschen... Ja, das war nicht der Winkel, den ich ändern wollte. Es ist die Neigung. Nee, das ist auch nicht das, was ich ändern wollte. Offenheit? Gott. Ganz furchtbar, die Ohren. Dann muss es doch der Winkel gewesen sein. Nee. Ach Mann. Ich kann das, was ich ändern will, nicht ändern. Ist in Ordnung. Wangen finde ich in Ordnung. Mund finde ich an sich auch in Ordnung. Hat mein Freund ein Foto von mir geschickt und hat mir ein 6 A4 Blätter voll Anweisungen gegeben, dass er dann so aussieht wie ich. Okay. Hä? Ja, es gibt hier sehr viel, was man einstellen kann. Es ist ein bisschen... Es ist cool, aber es ist auch ein bisschen eine Katastrophe. Das Kinn würde ich vielleicht minimal... Maler ziehen. Minimal. Bitte Spiel. Übertreib es nicht. Frisur. Das wird doch jetzt eher was. Farbe Ansatz. Okay, ich kann auch draufklicken und dann wird mir einfach angezeigt, was ich einstellen kann. Wo ist Rot? Wenn es kein Rot gibt, fühle ich mich sehr übergangen. Das ist aber nicht das Rot, was ich suche. Das ist halt alles eher braun. Was irgendwie doof ist. Mehr? Gib mir mehr. Na, dann ist es am ehesten das.
Nimm mal die Farbe. Farbe Spitzen sollte eigentlich auch die Farbe sein. Weil man könnte ein bisschen gucken, ein bisschen, wie man kombinieren kann. Vielleicht eher einen Braunton in den Spitzen. Ja, komm. Man kann halt auch voll nah ran. Was richtig schön ist. Das finde ich richtig cool. Na, ich glaube bei Glanz will ich einfach normal bleiben. Nicht überdrehen. Passen sich denn die Augenbrauen nie automatisch an die Haarfarbe an? Jetzt gibt's die Farbe nicht mal. Dann nehme ich die am ehesten dazu. Ein bisschen dünner die Augenbrauen, dann finde ich die gut. Aber jetzt sind sie vielleicht ein bisschen zu dünn. Augenfarben. Beide Augen, ja. Da muss man ja halben College-Abschluss haben, um hier einen Charakter zu erstellen. Typ 12 finde ich jetzt nicht so verkehrt. Aber auch Typ 13 ist ganz nett. Muss halt auf jeden Fall blau mit drin sein. Ich glaube, ich nehme einfach den Typ. Blau. Es ist blau. Es ist in Ordnung. Zähne sieht man gar nicht, wollte ich sagen. Ja, okay. Ist in Ordnung. Die Lippenfarbe könnte man vielleicht noch ein bisschen ändern.
Gefühlt ändert sich dabei gar nichts. Ah, doch, so ganz, ganz leicht ändert sich was. Glaube ich. Es ist so leicht, dass ich nur glauben kann, dass sich was ändert. Guten Morgen. Guten Morgen, Setfire. Ja, der Charaktererstellung ist schon sehr, sehr viel. Ich versuche mich zu beeilen, aber es ist halt... Der innere Perfektionist will dann alles richtig machen. Und dann dauert es doch wieder ewig. Ich will eigentlich keine Tattoos. Körpertattoos. Aber sie hat irgendwas, hat sie. Das Ding da am Bauch ist eher eine Narbe. Ganz ehrlich, ich würde einfach mal... Ich habe die Frisur nicht geändert. Ich habe die Haarfarbe geändert, aber ich habe die Frisur nicht geändert. Das ist natürlich intelligent gewesen. Ich wollte die eigentlich nicht behalten. Das ist eine schöne Frau. Ich habe Dragon's Dogma 1 nicht gespielt, nein. Tatsächlich war die Ankündigung von Dragon's Dogma 2 das erste Mal, dass ich von der Spielserie überhaupt was gehört habe. Daher bin ich wirklich sehr gespannt. Ist die Frage, geht's eher in Richtung Baldur's Gate, dann wird's mir wahrscheinlich nicht gefallen. Geht's eher in Richtung Dragon Age, wird mir das Spiel wahrscheinlich gefallen. Es wird spannend. Ich nehme deine Haare. Das klingt falsch. So. Abschließen. Das bin ich. Rasse weiblich Mensch, Körper, Basiskopf. Dann bin ich jetzt bei der Laufbahn. Was auch immer das bedeutet. Er Witcher mit Vasallen. Witcher fand ich ziemlich cool, muss ich sagen. Hallo Bahamut, was sind denn deine Hauptkritikpunkte? Meine Hauptkritikpunkte an was? Ich habe Dragon's Dogma gerade erst angefangen. Kämpfer stellen sich ihren Feinden im Nahkampf mit Schwert und Schild. Ihre mächtigen Hiebe und Gegenangriffe strecken Feinde mit Leichtigkeit nieder. Nein. Bogenschützen strecken mit dem Bogen Feinde aus der Ferne nieder. Ihre Pfeile finden schnell die Schwachpunkte der Feinde und wenden so das Blatt im Kampf. Magier nutzen ihre Stäbe, um verschiedene Zauber zu wirken. Ihre Beherrschung von Verzauberung und Heilzaubern ist für jede Gruppe eine große Hilfe. Diebe sind die wirbelnden Dolche des Schlachtfelds. Zu schnell für das Auge. Mit ihrer Geschwindigkeit und Agilität durchbrechen sie die Abwehr des Gegners. Finde ich eigentlich immer cool. Hab's nie geschafft, einen wirklich guten Dieb zu spielen. Ich liebe Magier. Ich würde Magier.
Wieso klingt jeweils zwei von dreien für mich gleich? Ich hab da echt kein Ohr für. Gleich muss ich auf Ö18 stellen. Ach, ist es eh schon. Alles gut. Also, die passen alle nicht so gut zu meiner Frau. Die klingt für mich wie die 4. Und 1 bis 3 klingen für mich auch gleich. Ich nehme, glaube ich, die einfach. So. Nee, nee, das ist nicht mein zweiter Charakter. Ah, Mutter ist mein erster. Soll ich dir sagen, was der schwarze Strich ist? Das würde man in Dragon's Dogma 1 direkt in der ersten Sequenz gezeigt. Weiß nur nicht, ob das für dich dann Spoiler wäre. So, deswegen frage ich lieber. Nee. Ich lass mich überraschen. Vielleicht wird's ja noch geklärt. So, Name. Captain. Nee, wir nennen sie Jenny. Ich bin Jenny. Captain Jenny. Ach, es gibt einen Spitznamen. Die kann ich nur auswählen? Die kann ich nicht mal eingeben? Was? Wäre dann Jenny ihr der Spitzname? Wie seltsam ist das? Dass man den Spitznamen nicht eingeben kann. Jenny ist doch nicht mal dabei. Glaube ich. Cherry ist dabei. Ach, Spitzname ist für Online-Funktionen. Ja, okay, das brauche ich nicht. Ich habe die eh ausgemacht. Weil ich tatsächlich so Spiele lieber für mich selbst allein spiele. Also ohne, dass da NPCs von anderen durch die Gegend rennen. Oder Schatten von anderen. Ja, 20 ist schon in Ordnung. Es ist sehr jung, also. Vielleicht machen wir uns ein bisschen älter. Wir müssen ja nun kein frisch geschlüpftes Baby sein. Ihr habt mir jetzt einfach irgendeinen Spitznamen gegeben. Okay. Meinetwegen. Ist mein Spitzname jetzt Dylan? I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's.
Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. Warte, was? Ich bin von den Toten auferstanden? Okay. Es erinnert mich schon ein bisschen storymäßig an die Inquisition. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, Vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Was, warum ETF? Bahamut. Was, die Serie auf Netflix? Ich wusste nicht mal, dass es eine Dragon's Dogma-Serie auf Netflix gibt. Ich kenne nur die Dragon Age-Serie auf Netflix. Okay, alles ein bisschen verzögert, muss ich gestehen, gerade noch. Also, ja, die Eingabe ist verzögert. Das war's die ganze Zeit nicht erst jetzt. Was es natürlich ein bisschen schwierig macht. Wie kann es denn sein, dass die ganze Zeit die Eingabe nicht verzögert war, aber jetzt? Wie genau kam das Spiel von Jenny auf Dylan? Sie haben irgendwas genommen, glaube ich, weil ich halt nichts eingegeben habe. Versuche erstmal so weiterzukommen und mach dann in der Pause einen Neustart oder so. Ein Kolosseum. Kolosseum. Also ich versuche das alles noch irgendwie zu verstehen. Ich wurde gefangen genommen, nachdem ich von den Toten auferstanden bin. Und soll jetzt irgendwo arbeiten. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Okay. Warum hast du mich überhaupt angesprochen? Wenn du meinst, wir sollen ihn nicht verärgern. Warum dann nicht später? Oh ja, man merkt halt wirklich, dass ich gerade Probleme mit der Eingabe habe. Aber erstmal noch zur Ausgrabung. Das schaffen wir noch. So. Hebe einen Felsen auf. Ja, das mache ich sofort, nachdem ich mal kurz geguckt habe, ob ich die Verzögerung hier rausbekomme. Ist die Verzögerung jetzt weg? Ja, okay, gut. So schnell geht das. Ich sehe Setfire wieder Experte. Er hat das Spiel schon gespielt. Er kennt den Charakter von eben. You were prepared to work.
then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Okay. Gut, dass du mir sagst, wo ich hin soll. L1 und rechts Laterne anzünden. Macht mir ein bisschen Angst, weil es ein bisschen anfängt wie... Auch wie... Oh Gott. Das erinnert mich an Dark Souls. Und auch muss ich gestehen, hatte ich jetzt nicht so wirklich Lust. Ich hoffe, es ist nicht in die Richtung. The vicinity is quite cluttered. Pray leap over aught that poses a hindrance. Kann mit dem... Okay, ich kann auch mit dem Stein springen. Interessant. Aber wo soll ich den Stein denn hinbringen? Bin verwirrt. Ah, mit zu Rook. Wer auch immer Rook ist. Bist du das? Du bist das. Schätze ich. A job well done. Now the next step is to... What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. Okay, man kann sich in Gesprächen bewegen, ist schon mal gut zu wissen. Du kannst es zu einem Dark Souls machen. Okay. Inwiefern? Hallo, Hübsche. No, the damn thing's been awoken. You but fell that fiend, even at the cost of your lives. Dann erklär mir mal, wie man kämpft, Junge. Was will mein PC gerade von mir, Leute? Hört doch mal auf damit. Ich sehe gerade nicht mal, wo meine Lebensenergie ist. Ergreif sie mit R2 und wirf sie mit R1. Okay. Sie greift es nicht. Da, okay. Ich werf's auf meine Verbündeten. Gut. Bin ich? Okay, ich hänge hier irgendwo.
unharmed? Get chase! Maywin, move to intercept. Consign it! You won't flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisa. Hallo, Morimaki, willkommen! Und Mitte des grünen Lehm, das gelbe Ausdauer. Okay, gut zu wissen. Oh, ist das schön. Die Reflexion auf dem Wasser. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! Neun Vögelchen. Pray, keep your distance, Arisen. Uh-oh. Worry not for me. The brine may swallow me whole, but I will not perish. There is a stone not far from here, known as a rift stone. Pray, seek it out.
If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again. Okay, wir sollten vielleicht nicht in Wasser gehen, einfach so in dieser Welt. Are you all right? What happened here? Nun, jetzt erklär das mal. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Nee, von so Hentai-Tentakeln gefressen zu werden, Muckimucki, ist wirklich kein schöner Tod. Ich kann so vier, ich kann zwei magische Angriffe, einen Angriff, eine Heilung. Ich habe mehrere Waffenfertigkeiten, oder die kommen auf jeden Fall noch. Und ich kann zwischen Haltungen wechseln. It is difficult to imagine any citizen of Vermont being sent there. Ah, aber optisch kann das Spiel schon was, muss ich sagen. Erinnere mich sofort an Dragon Age Inquisition. Fine! Goblins! Let's take up your weapon, sir. You'll be needing it. L1 und Viereck. Ist Brand. Okay. Okay, und dann muss ich nochmal drücken, um es zu bestätigen, ja? Make use of the slow. It will give you an advantage against their ranks. Untersuchen, ich kann Sachen looten. Das mit der Steuerung wird noch ungewohnt. Kann ich irgendwie anvisieren? There are oft items to be scavenged from the bodies of monsters and their ilk. If you're not squeamish about picking at their bones, that is. Ich muss halt gestehen, ich wollte gerade angreifen und habe halt leider die ganze Zeit den falschen angegriffen, weil ich nicht wusste, welchen ich gerade angreife. So ein Visieren wäre schon schön. All I know for sure is that 'tis a beast e'er more fearsome than a griffin. One need only look to the miserable state of the village of Melv to see that. We can but hope that the sovereign will rid us of Terlon. Where are you going? I'll not force you to receive treatment, but I'd at least like a word. Na gut, das wird mein erster Tod, schätze ich. War halt auch dumm, von dem wegzugehen, der mich schützt. Irgendwo. Aber ich komme mit diesem Zauber noch nicht so richtig klar. Wie oft muss ich den Viereck drücken, damit sie da mal was macht? Yeah!
Ich wollte nicht dich hochheben. Entschuldigung. Das bringt ja viel, dieser leichte Angriff. Also das Kämpfen, das ist gewöhnungsbedürftig. Das werde ich noch ein bisschen üben müssen. Ich sehe, glaube ich, automatisch das nächste Ziel an und Brand kann dann dem noch ein bisschen justiert werden. Ja, wie gesagt, bei Brand weiß ich nie, wie oft soll ich denn nun ein Viereck eigentlich drücken? Das erste aktiviert, dann lädt sie irgendwas. Aber ich werde das schon noch rausbekommen. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? Pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Darf ich Pikachu als Vasallen beschwören? Du wirst nun deinen Hauptvasall herbeirufen. Den treuen Gefährten, der dich durch dein Abenteuer begleiten wird. Ich will der Allerbeste sein. Wie soll er aussehen? Versuche dir jetzt sein Erscheinungsbild vorzustellen. Du kannst entweder mit deinen Voreinstellungen beginnen oder einen Vasallen von Grund auf neu erstellen. Oh Gott! Das dauert ja wieder... 5 Jahre. Das machen wir jetzt ein bisschen schneller. Kann ja nicht sein, ne? So, wir beschränken uns auf das Wichtigste. Das Gesicht ist schon eigentlich recht gut. Wir müssen dir ein paar mehr Boobies geben. So, ein bisschen mehr Hintern. Po-Größe, da haben wir es doch. Körperhaltung ist wohl in Ordnung.
Gibt auf Steam einen Charaktereditor, das seit 7 Tagen kostenlos verfügbar war. Stimmt. Auf PS5 gab es den auch für ein paar Cent zu kaufen. Aber als ich das gesehen habe, dass es den gibt, war es halt schon zu spät und dann war auch das Spiel schon draußen. Da dachte ich mir, dann brauche ich den jetzt auch nicht mehr. Das Gesicht ist in Ordnung. Körperbehaarung. Nimm mir doch mal das. Oder vielleicht mal ein bisschen was anderes. Ich finde, so Augen sind immer voll wichtig beim Charakter. Die müssen einfach passen. Weil ich kann an allem irgendwie schnell mal vorbei und so, aber Augen, die müssen richtig sein. Frage, helle Augen bei ihr oder eher dunkle Augen? Ich habe ja ein Fable für blaue Augen. Aber ich habe halt schon blaue Augen. Ich finde das schön. Ja, können wir so lassen. Ich sehe halt wieder keine Unterschiede.
Ist in Ordnung, wir bleiben einfach bei der Farbe. Dann sind wir fertig. Laufbahn. Ich brauche schon eigentlich einen Kämpfer, der vorne wegrennt. Sind wir doch mal ehrlich. Ich bin Magierin. Ich brauche jemanden, der vorne kämpft. Mesensart. Loyal und hingebungsvoll, die gehorsamste Art von Vasall, legt den Schwerpunkt auf Unterstützung und Hilfe, binnen in der Not prompt. Rational und strategisch, Vasallen die Vorsicht walten lassen, bevorzugt Verteidigung und Obstbrechen. Neugierig und abenteuerlustig, Vasallen von der ehrlichen Art, liebt das Verforschen und Sammeln von Gegenständen und mag die Herausforderungen. Unverblümt und impulsiv, ein Vasall, der sich nicht an Regeln hält, genießt den Nervenkitzel und greift wilde Feinde mit waghalsigen Angriffen an. Ja, das prompte Helfen ist schon wichtig, ansonsten hätte ich gern Geradlinig nicht genommen. Na, ich glaube, gutherzig ist da schon am wichtigsten. Schnelle Hilfe. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated and safe for the moment. The people here are evacuated and safe. The people here are evacuated and safe. Runter und hochgepitcht wurde. For them. The people here are evacuated. 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 Oh Gott. And safe. For them. There are more who can yet be saved. Oh Gott. Namen für dich. Will jemand? Ich nenne sie Mokri hier. Hoffe, das ist in Ordnung. Pawns are known as crossers of the rift, for we are able to connect to and traverse other realms beyond this one. Okay, cool. When we return, it is our duty to use our experiences and the knowledge we have gained to aid you on your journey, Arisen. From this day forth, I shall serve you as your loyal pawn, and aught I learn beyond the rift will be at your disposal. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Ah, ein falscher Erweckter hat den Platz eingenommen. Das war das, was wir am Anfang wahrscheinlich gesehen haben. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be arisen,
Mayhap you'll recall aught of import there. Riffsteine. Durch das Berühren eines Riffsteins kannst du zu der Brücke zwischen den Welten reisen, die viele Vasallen bei ihrer Reise jenseits des Rifts überqueren. Das ermöglicht dir, Vasallen zu beschwören, die deinen Spezifikationen entsprechen. Diese Vasallen steigen jedoch nicht in der Stufe auf, während sie dich begleiten, da wirst du regelmäßig neue Hilfsvasallen anheuern müssen. Okay. Hail, Arisen. Pray, ask all you wish to know. I shall answer, if 'tis within my power to do so. Das heißt eigentlich immer, wenn wir an so einen Riftstein kommen, sollten wir einen neuen Vasallen rufen. Nomads, we are oft called. Born in other worlds, we travel here by means of the Riftstones, that we might aid you, Arisen. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Riftstones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done, by their power shall we return to our own. Aber bei Emoki stand doch, dass es der Hauptvasalle ist. Aber sie wird wahrscheinlich auch nicht leveln. Dann frage ich mich, warum sie der Hauptvasalle ist, wenn wir bei jedem Vasall im Grunde immer austauschen müssen. It is the name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Ja, auch das kommt mir bekannt vor. Ein bisschen von Dragon Age. Very well. May fortune speed you on. Dass man nicht wirklich eine andere Wahl hat, weil man direkt die Auserwählte wurde. Und man weiß eigentlich gar nicht, was so gerade geschieht um dich herum. Was Neues zum Anziehen wäre mal nicht schlecht. Karte, Aufträge. Mach dich auf den Weg zum Dorf. Okay. Habt ihr keinen Händler, den ich anspatzen kann, damit ich mal neue Kleidung bekomme? Mann, bist du ein Händler? Nö, du bist am Kochen. Zeit, die Lumpen abzulegen. Ja, aber doch nicht nackig. Will dir dann nicht nackig sein? Du bist ein Händler. Weil ich kann sonst nichts mit dir machen. Ah, jetzt. Du hast aber keine Kleidung für mich. Das ist schade. Ich habe ja auch noch kein Gold. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. What are you up to? Well met. Du hast Waffen. Oh, und du hast Waffen und Rüstung für mich. Eine hässliche Kapuze. Ich habe 200 Gold. Dieses Ding am Anfang heißt, ich kann es nicht tragen, schätze ich. Dieses Rotzeichen.
Das ist alles sehr teuer. Ich fürchte, wir werden erstmal ohne Sachen weiterreisen müssen. Always a pleasure. Ich wüsste jetzt gern, wo ich als nächstes hin soll. There's a ladder here. Da oben ist auf jeden Fall mal ein Ausrufezeichen. Du hast was für mich. If your plane had arisen in search of preferable treatment, you'll be sorry. Your head is like to roll ere long. Danke. Dachte, ich kann mit dir was machen. Okay, du hast keine Aufgabe für mich. Entschuldigung, Mokri, ich wollte dich nicht runterschmeißen. Er redet halt nicht mit mir. Ist die Aufgabe in der Truhe? This is generally used as a material. Okay. Das ist ein Material. Mich interessiert eher, warum der nicht mit mir reden will, wenn er doch eine Aufgabe für mich hat. Vielleicht ist das hier. Going out, are you? You sure that's a good idea? You seem rather unwell. You ought at least rest for the evening. There should be a spare bed in the lodgings yonder. No, danke schön. Only don't go rushing off before you're ready. Take it from me. You're better off resting while you have the chance. Gut, dann gehen wir erst pennen. Vielleicht halten mich das ja auch ein bisschen. Aber dass ich da oben nicht reden kann und mit der Aufgabe, finde ich seltsam. Wo sind jetzt die Zelte gewesen? Du. Glaube ich. Okay, in Gasthäusern wird gespeichert. Das ist altmodisch, aber irgendwie auch schön. Boy there, you seem well tired. Tell you what, you can stay here tonight free of charge. I'll expect coin from tomorrow, mind. My pa always used to say, there's naught a good night's sleep can't fix. Not much else I can offer, I'm afraid, but you'll find all sorts at a finer inn. Aye, being armed is better than being defenseless, even if you're untrained. Still, 'tis worth devoting yourself to a vocation if you can. Opens up new doors, it does. You should stop by the inn in Melv if you get the chance. No hard feelings if you prefer it. They've much more to offer. In Gasthäusern ausruhen. Die Übernachtung in einem Gasthaus stellt die Gesundheit und Ausdauer der Gruppe vollständig wieder her. Außerdem wird die Verlustleiste wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Du kannst zudem wählen, ob du morgens oder nachts aufstehen willst. Je nachdem, zu welcher Zeit du aufbrechen musst, übernachte hier regelmäßig, um Risiken auf weiten Reisen zu minimieren. Ihr solltet beim Gasthaus in Mel vorbeischauen. Okay. Die Verlustleiste. Die Verlustleiste wird wiederhergestellt, die die Verringerung der Gesundheit bei Schaden anzeigt. Hä? Okay. Ich raste erstmal. Hallo Mokri. Meine große, treue Kämpferin. Wieso will denn der da oben nicht mit mir reden?
Versuch's nochmal. Kann ja nicht sein, dass da ein Ausrufezeichen ist und ich krieg's direkt nicht hin. Dass der mir sagt, was los ist. Arisen in search of preferable treatment. Nee, nix. So seltsam. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Wer bist du? Was? Okay, hä? Was willst du von mir? Einfach gespawnt, ja. Also ich habe das Online-Feature eigentlich ausgemacht. Der versteht nicht, was der von mir will. Erweckter von Capcom. Meinetwegen kommen halt mit. Ich wollte gerade sagen, wie atmosphärisch ich das alles aber auch finde. Plötzlich kommt dieser Typ einfach angerannt. Ach Mann. Ja. Wenn ich dich mitnehme, geht Moki dann weg. Das wäre ja blöd. Nee. Verschwinde lieber mal. Ich bin mit Mokri doch noch gar nicht unterwegs gewesen. Aber okay, ganz ehrlich, dann kann ich die Aufgabe gerade halt nicht annehmen. Ich weiß nicht warum. Ich soll dahin, wo das Schwert ist. Heyo, you a soldier? T'would be a surprise to see you arrive in one piece, if not. Hordes of monsters have been plaguing this area of late, you see. We've had to start sending out new recruits to cull them. Ja, und die Rekruten waren ja auch alle nicht der Captain. Sie waren alle nicht ich. Alles Nups. Is that so? Who went yonder? Lachlan. But I dare say he'll fare all right. Aye, I expect he will. Who was sent out that way, then? Accardo. To be honest, sir, I'm a little worried for him. What? Weren't harpies reported in that area? The lad can't handle those beasts on his own. This is the first I'm hearing of it. Fie! I want to go to his aid, but we can't just abandon our posts. Ja, ja, ich mach ja schon. Say, you seem stout of heart. Would you be willing to go in our stead? Tisn't far, only a short ways out from the main gate. Also wenn es so wenig Schritte vom Haupttor entfernt ist, könntet ihr auch selbst gehen. Dann seid ihr in 5 Minuten ja wieder zurück. Ja. You've my thanks. And Accardo's as well, I'm sure. Einen vorrangigen Auftrag festlegen. Du kannst aus deinen angenommenen Aufträgen einen auswählen, um ihn zu priorisieren. Wenn das Auftragsziel bekannt ist, wird ein Marker auf deiner Karte platziert. Falls du einen Vasallen in deiner Gruppe hast, der Wissen über den Auftrag besitzt, kann dich zu deinem Ziel führen. Jedoch bieten Vasallen mit solchen Kenntnissen nicht ihre Hilfe an, es sei denn, der Auftrag wurde als Priorität festgelegt.
Eine Warnung zum Auftragsverlauf. Manche Aufträge werden durch das Fortschreiten der Zeit beeinflusst und gehen auch gut ohne die Beteiligung des Erweckten weiter. Auch nee. Mehrere Aufträge auf einmal anzunehmen birgt das Risiko, nicht rechtzeitig agieren zu können, und das kann in unbeabsichtigten Konsequenzen resultieren. Versuche den Zeitfaktor im Hinterkopf zu behalten, wenn du deine aktuellen Aufträge verwaltest. Och nö! Ich hasse doch Zeitdruck. Let us make haste, that no life may be lost now. Gott, Karte. Dann priorisieren wir doch mal die Aufträge. Wie kann ich das priorisieren? Da. Eile Akado zu Hilfe und besorge dafür, dass der Rekrut seine erste Begegnung mit den Harpien überlebt. Ich weiß doch noch gar nicht, wie man kämpft. Aber ja, ich werde mein Bestes geben. Putting that aside, we've not counted a thief among our number for some time. Wir hatten noch nie einen Dieb unter uns, Mogri. So, bist du, Akado? Nee, nein, Akado ist da hinten. Okay. Es gibt 4 Befehle, mit denen der Erweckte seine Vasallen anbeißen kann. Und ihre Effekte variieren je nach den Umständen, in denen sie verwendet werden. Wie im Kampf und außerhalb. Der beste Weg, um sich an jeden Befehl zu gewöhnen, ist die Reaktion auf das Handeln deines Vasallen in verschiedenen Situationen zu beobachten. Los! Weist Vasallen an, unabhängig von dir zu handeln. Während eines Kampfes befiehlt es, Vasallen über das Schlachtfeld auszuschwärmen. Es kann auch benutzt werden, um Hilfe beim Ausführen von Aktionen oder die Führung zu einem Ort zu erbitten. Oder um einen Vasallen anzuweisen, eine unterbrochene Führung fortzusetzen. Zu mir weist Vasallen an, sich dir zu nähern. Während eines Kampfes befiehlt es, Vasallen an deiner Seite zu kämpfen. Halte weist Vasallen an, dort zu bleiben, wo sie sind, bis sie neue Befehle erhalten. Während eines Kampfes weist es Vasallen an, den Angriff abzubrechen. Und sich darauf zu konzentrieren, dich indirekt zu unterstützen. Hilfe weist Vasallen an, Unterstützung, Heilung und Wiederherstellung zu priorisieren. I would have preferred not to have to fight so soon. Ah, du bist... Okay, du bist schon tot. Nein, ich wollte ihn auch angreifen. Oh Gott. Wo ist denn jetzt... Wo ist denn hier irgendwas, was noch lebt? Okay, du. Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Du lebst noch. Danke. Nicht gut, diese Zauber so gefühlt gegen die Harpien. Ich weiß halt nicht mehr, wo die sind. Dann sind die schon tot. Hi. Das war jetzt eine riesige Hilfe. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Du, ich hab nichts getan. I am attentive and loyal and prefer to remain du bist nicht Akado. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Was bist du? Hä? Okay, du bist ein Dieb. Glaube ich.
'Twill be an honor to serve by your side. Aber wo ist jetzt Akado? Vasallen erhalten Abzeichen als Zeichen ihres gesammelten Wissens und ihrer Kompetenz. Ob für ihre Kampffertigkeiten oder Erkundungserfahrung. Vasallen mit Abzeichen sind nützlicher für den Entdeckten in Wort und in Tat. Monsterabzeichen werden Vasallen verliehen, die eine gewisse Anzahl an Monstern von einem bestimmten Typ besiegt haben. Solche Vasallen sind oft bewandert im Umgang mit der besagten Kreatur, dass sie die beste Art, sie zu besiegen. Kennen und den Erweckten nützlichen Rat anbieten. Weltabzeichen werden an Vasallen vergeben, die ausreichend oft in einer bestimmten Region kampiert haben. Wenn du dich in der besagten Region auf ein Abenteuer begibst, wird der Vasall sein Wissen über die Gegend mit dir teilen, indem er nützlichen Rat anbietet. Wo ist Akado? Sir Akado is in need of our raid. Ja, aber wo? He thinks I know where to find the person you're looking for. We're in your hands, sir. Much obliged. Ach du! Gut. Is that all of them? You have my thanks. I do not believe for a moment I could have slain those creatures without your help. Ich habe nichts getan, Ratchet. Weil das alles zu schnell ging und das mit dem Feuerzauber, den man auch noch aufladen muss, für Harpyen absolut ungeeignet ist. I've only just enlisted and when I thought this could be the end of me, I was paralyzed. You saved me this time, but I won't always be so fortunate. I'll have to train harder. Till I have the confidence to face such beasts on my own. Yeah, same. Well, I'd best be heading back. But I'll be sure to let my superiors know of your good deed. I hope we meet again someday. We'd best report back. Gut, dann gehen wir jetzt zurück. Ich würde gerne erstmal sammeln, glaube ich. Bisschen Geld schadet ja nie. Hm? Ja, ja, bin hier. Gut, dann sprinten wir halt. Die Eingabe ist wieder verzögert. Ich frage mich, warum. Nach einer gewissen Zeit ist sie automatisch verzögert. Bin hier. Hartknolle wer die gesammelt. Mokri sammelt Knollen offenbar. Hey old friend. Many thanks for aiding Akado. 'Twas a relief to see him return. And none the worse for Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. Yeah, same. Gut, dass Moki dabei ist, die mich gegen alles beschützt, was mir auf dem Weg irgendwie entgegenkommt. We'll be extending his training period. The instructors here are well known for whipping recruits into shape with their grueling regimes. Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. So, Moki, Maki. Okay, Maki levelt mit. Nur die anderen Vasallen leveln nicht mit. It seems the village yet reels from the dragon's assault. Follow me, Master. I shall guide you to the location. Das ist ja praktisch. Much obliged. Das ist wirklich praktisch. Oh mein Gott, wie schön. Wow. Over here, if you please. Bin durchaus, zumindest optisch, schon mal ein Fan des Spiels. Das Kämpfen überfordert mich noch immer ein bisschen, aber das war auch bei Dragon Age am Anfang so. Ich glaube, das ist anfangs generell eher so. Arisen,
Thanks for healing me, Arisen. Das mit dem Brennen ist halt auch dumm, weil es wirklich lange braucht, bis es wirkt. Und dann bin ich von Gegnern schon angegriffen. Ich wollte ja gerade die Harp hier mit Brennen angreifen und wurde dann von hinten weggestummt. Das war jetzt auch nicht das erste Mal. Abba! I cannot afford to prowess. I can do no less in service to you, Risen. Well said. Gut, dass es offenbar keinen Freundschaden gibt. Na, ich loot schon mal, während ihr das macht. Ihr seid gut darin, das zu machen. Viel Spaß! Oh, es gibt doch Freundschaden, aber ich weiß es nicht. Dann hatte ich immer Glück, dass ich nicht aus Versehen meine Gefährten weggefackelt habe. I'll gather this. It might be of use. Okay, Mori sammelt fleißig. Ich weiß gar nicht, was ich überhaupt noch tun soll. Ihr macht das Abenteuer alle allein. Ich mache nur Sightseeing. Ja, ich komme sofort. Ich wollte nur ein bisschen erkunden. Ist ja eine schöne Gegend. Wo geht's denn hier lang? Fremdenführer hassen mich doch auch. Immer dieses, wo geht's hier entlang? Einfach erstmal umschauen. I would not presume to direct our course, but do let me know if you require a guide. The Arisen decides our path. We have but to follow. Ich will nur die Aussicht hier mal kurz genießen, okay? Und ein bisschen was sammeln zwischendrin. By your leave. A visit to Melv might jog your memory, Master. Ja, it seems the village yet reels from the dragon's assault. Then follow me. I'll lead the way. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Dann zeig mir doch, wo es lang geht. Ach, dann gehe ich halt vor. Eigentlich solltet ihr vorgehen. Aber sie wollen jetzt irgendwie nicht mehr. Okay. Ich hoffe, sie finden mich irgendwann. Also einer scheint zumindest den Weg wieder gefunden zu haben. Ich weiß nicht, wo der Rest sich aufhält. Okay, sie kommen beide langsam. Da hinten Nebel ist gar stark. Wasserfälle? Oder irgendwas Böses? Wasserfälle, okay. Cool. Would you mind coming over here? Natürlich, ich folge. Das ist eine riesige Spielwelt. Gefühlt. So this is Melv. The scars left by the dragon's assault are plain to see. Mayhap a walk through the streets would help jog your memory. When the Arisen appears, so too does the dragon. 'Tis an immutable truth of this world. Ja, ich glaube auch, Wasser tut uns in dieser Welt nicht gut.
Nach dem, was wir bei Brooke gesehen haben, hieß er so. Ja, auch mich so beleidigen. Ich werde dir schon zeigen, was ich kann. Hallo. Bist du? Ich kann doch nicht. Was ist denn mein Ziel? Okay, ich musste nur ein paar mal draufschlagen. Can you hear me, sir? Sir, stay with me. Thank goodness. How are you feeling?
Okay, so sind wir gestorben. Wir haben sie gerettet. Aber ist es nicht ein bisschen cheaten von den Drachen, dass sie sich diejenigen aussuchen, die sie töten sollen? Also, dann suche ich mir doch auch den kleinsten Noob aus, den ich finden kann. Wo ich sicher bin, dass er mich nicht töten kann. This is the second time I've watched over you like this. Isn't it? Pray, save your thanks. 'Tis only just that I should aid you in turn. After all, 'tis only by your courage that I live today. Had you not leapt between me and that dragon? Sie hat ein echt schönes Gesicht. I know you suffered for it. Such ghastly wounds. And I could not hear your heart beating. It was a miracle that you survived. Arisen, I'm afraid I don't understand your meaning. Does it have aught to do with why you were taken to the castle? They said 'twas so that your wounds could be treated, though I fear you have no memory of this either. Okay, also nicht jeder weiß, was ein Erweckter ist. Weil davon bin ich jetzt erstmal ausgegangen, dass im Grunde alle den Erweckten kennen. Aber das scheint jetzt nicht so der Fall zu sein. Has he come for you? We are to part so soon, then. Mayhap you will visit me again someday. Till then, take care. Arisen. Ah, excellent. You must be the one. You match my soldier's description. I'm glad I found you. Und zu wem gehört ihr jetzt? Zu denen, bei denen wir eben noch waren? Oder zu einer anderen Gruppierung? The ruler of Vermund, currently convalescing in the capital, became arisen here in this very village. If you claim the same, then word must be borne to the capital. I dispatched a missive before coming here, though I doubt the matter can be settled without your presence. Would you be willing to accompany me to the capital? If you truly are arisen, you will be received with open arms. Man wird mich nicht mit offenen Armen empfangen. Vielleicht mit offenen Armen, weil in beiden Händen eine Kettensäge ist, die mir den Kopf absägen sollen. Ganz ehrlich, da ist schon jemand, der sagt, er ist der Erweckte. Man wird mich garantiert als die Falsche darstellen. Oh, but forgive me. I scattered my soldiers in a bid to find you. I would not depart without them. We shall have to wait till they are reassembled. Come to think of it, Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Okay, dann muss ich wohl mit Leonard sprechen, auch wenn ich es nicht für richtig halte, mit ihm jetzt in die Hauptstadt zu gehen. Have you some business with the apothecary, sir? Dreadful sorry if I was in your way. Oh, no, I'm not lost or not, sir. You needn't worry yourself on my account. Random erscheinendes Kind ist gar nicht creepy. I'm an apothecary in training, you see. My family runs a little shop in Vernworth. So when I heard tell of a medicine only to be found in this village, I thought I'd come and fetch some for us. Made the journey all by myself as well, if you can believe it. Gute Nacht, René. Well, as luck would have it,
I've not enough gold for the medicine. It will be a shame to return empty-handed after coming all this way. But what more can I do? What? You'd do that? You'd get the medicine for me? Suppose there's no harm in that, if you're really sure. Oh, sir, I'd be most grateful. Sie guckt doch so schelmisch. Gefühlt verarscht sie uns gerade so hart. Aber ganz ehrlich, die Chance, dass sie ansonsten zurück muss und niemandem helfen kann, kann ich halt nicht so sitzen lassen. Seems my luck's not as rotten as I thought. I'll wait right here for your return, sir. And many thanks for your kindness. Kannst zwei Materialien kombinieren, um einen neuen Gegenstand herzustellen. Beim Kombinieren kannst du entweder die Materialien einzeln aussuchen oder eine dir bekannte Kombination auswählen. Außerdem kannst du festlegen, ob die Materialien zuerst dem Inventar des Erweckten oder dem der Vasallen entnommen werden sollen. We could make the fruit robberant ourselves, or simply purchase some at Rune's apothecary here in Mel. Gegenstände. Einfach mal lernen. Was brauchte ich dafür? Wäre schön, wenn ich irgendwo ein Rezeptbuch oder sowas hätte. Der ist vielleicht bei den Aufträgen dabei. Fruchtroboran. Fruchtroboran. Okay, ich habe nichts, womit ich es kombinieren kann. Dann muss ich es kaufen. Yes, of course. I see it now. Is that you, Norbert? Nö. I got my hopes up for naught. Du schaust deine Frau an und fragst, ob sie Norbert ist? Also, nicht als ich das letzte Mal nachgeschaut habe. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? Du fragst mich echt, ob ich dein Bruder bin. Okay. Verstehe schon. The fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no sign of him since. Ich weiß ja nicht, ob er der Idiot ist. I'll go and search for him myself, only it is a dangerous place. I'm not afraid of monsters, but it would hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now, would it? Mhm. So I thought, mayhap you go in my place. You look like you could manage those woods better than I. Please, sir, I worry for my brother. Many thanks. Right. Go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, but my feet know it better than I do. But my brother and I are the only ones who use that path to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert.
The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. I'll need you to watch over me. Keep me safe. You will. Oh. Oh. Nein. Ja, muss ja. In we go then. My life's in your hands, friend. Escort Quest. Wer liebt sie nicht? Ich liebe sie nicht. Wo bist du hin? Och nee, wo bist du jetzt hin? Da, okay. Ich glaube, das wünschen sich alle, dass wir für Brot nicht arbeiten müssten. Ja, Sir Leonard, darum kümmere ich mich sofort. Ich will nur nicht, dass sein Bruder stirbt. Fühlt sich aber auch ein bisschen an, als würde er uns in eine Falle locken. Von daher, ich vertraue dir nicht so ganz, Junge. Eine falsche Handbewegung und dein Kopf kugelt hier die Klippe runter. Am Ende ist er einfach so ein Bandit oder so. Nee, mir auch nicht. Da steht doch gleich ein Riese auf und kämpft gegen uns. So ein Bergtroll oder Bergriese. My heart knows no greater peace than when I'm by your side. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. Auf der Wegkreuzung. Lager aufschlagen. Falls der Erweckte eine Lagerausstattung zur Hand hat. Kleine sein Zelt bei den Überresten ist Lagerfeuers in der Wildnis aufschlagen. Wie bei einem Gasthaus stellt das Ausruhen in einem Lager die Gesundheit, Ausdauer und Verlustleiste der Gruppe wieder her. Abenteurer, die selten in die Stadt zurückkehren, sollten eine Lagerausstattung im Gepäck haben, damit die Erschöpfung sie nicht überwältigt. Ein Lager aufzuschlagen bietet auch die Gelegenheit, Fleisch zu grillen, das bei Verzehren bestimmter Werte erhöht. Je besser die Qualität des Fleisches, desto größer der Anstieg, den du erwarten kannst. Bevor du ein Lager aufschlägst, wäre es klug, alle Gegner in der Nähe zu eliminieren. Es nicht zu tun, erhöht nur die Chance auf einen Hinterhalt, während deine Gruppe am verwundbarsten ist. Fertigkeiten ausstatten, ohne ein Lager aufzuschlagen? Was? Was sind denn Fertigkeiten? Fertigkeiten ausstatten. Brand. Ich habe gerade auch nur Brand. Entfesselt für einige Zeit einen wirbelnden Flammenstoß. Das Feuer ignoriert Abwehr und kann durch mehrere Ziele gehen. Der Zaubernde kann sich während des Einsatzes bewegen. Zu Beginn des Zaubers zugeordnete Taste drücken und erneut, wenn Zauberspruch abgeschlossen ist, um ihn zu wirken. Ah, okay, danke. Dass ich mal eine Erklärung dafür bekomme. Das läuft. Okay, der Kreis wird kleiner und sobald er klein genug ist, kann ich nochmal drücken. Und dann wird die Attacke praktisch eingesetzt. Ich weiß ja nicht, ob das Rasten hier jetzt so klug ist, wenn eigentlich die Zeit davonläuft. Take care not to fall.
We ought to proceed with caution. Ja, ich merke leider, dass die Steuerung wieder verzögert ist. Goblins, Master! We have no means of exploiting our enemy's weakness. Was well fought. There's no one standing who might say otherwise. We mustn't allow ourselves to become Rangaufstieg. Was hat mir das denn jetzt gebracht? Aber okay, cool. Das lief doch schon mal besser, jetzt wo ich den Angriff verstehe. Es gibt offenbar auch zerstörbare Brücken. Das ist ein ganz schön weiter Weg. Ich hoffe, es wird sich lohnen. Can anyone hear me? Please, I need help. Ja, ich sehe schon. Kamera. Ich dachte gerade auch schon, du wärst tot. Ich habe dich nicht mehr gesehen. It was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, I... Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. Tja, Feigling. Aber hey, am Ende hat er sich zumindest dazu überreden können, in Begleitung seinen Bruder zu retten. Neue Fertigkeiten, bitte Laufbahn Level up. Okay, das ist cool. Dann schaue ich da beim nächsten Lagerfeuer mal nach. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Ah, you'll hear no complaints from me. Let's be off then. It is our duty to protect our charge from harm. Erstmal ist unsere Pflicht, hier alles zu looten. Just yonder looks to be a good spot for harvesting ingredients. Ah, ich sollte die zurückbegleiten auch noch. Okay, Moki sagt, wir sollen gucken, ob wir hier was finden. Na, ich komme später nochmal zurück. Ist mir jetzt gerade zu gefährlich mit den beiden Dudes dabei. Na, das werde ich ja sehen, Setfire, ob es wie beim ersten Teil ist. Vielleicht ist es sogar ganz gut, dass ich den ersten Teil nicht gespielt habe. Dann gehe ich so unvoreingenommen wie möglich an dieses Spiel. Hab vielleicht auch gar nicht so viele hohe Erwartungen.
Das ist ja oft so ein Knickbruch dann für so ein Spiel. Wenn alle erwarten, boah, der erste Teil war so gut und der zweite wird noch besser und... Einfach mal schauen. This seems a decent spot for a campsite. Surely a rest can wait till after we've examined our surroundings. Oh! Die Lagerausstattung stand hier die ganze Zeit. Nun. Ich will gerade erstmal gucken. Fertigkeiten. Nö. Waffenfertigkeit. Fähigkeit. Hm. Habe ich keine dazu bekommen. Wenn ich das richtig verstehe. Nee, komm. Ich brauche jetzt keine Lagerausstattung. Die kann ich einfach mitnehmen. Davon kann ich echt was Besseres gebrauchen irgendwann. Schau mal im Status. Laufbahn. Rang 2. Waffenfertigkeit Brand. Magischer Blitzlinderung. Also, da steht auch nichts. Groß. Und wie war es dann im ersten? If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. Also ich fühle mich nicht überlastet. Wer bist du? I shall be proud to serve you, Arisen. Du bist ein Dieb. Ich hab schon einen Dieb. Ich hab schon einen Dieb. Tut mir leid. Hier rennen ja überall so Leute rum. Bin gerade überfordert, wie ich dich zurückbekomme. Muss hier runter sein. Der Weg war auch mal länger, als ich gedacht hatte. Im ersten musste man ins Gast, also mit dem Gastwirt reden. Dort konnte man dann Fähigkeiten kaufen. Okay. Ja, gut. Ist ja jetzt auch nicht eilig. Seid ihr beiden denn noch da? Ja, okay. Oh, I'll take that. We might find a use for it. Ich meine, wir werden gerade gleich eh ins Gasthaus kommen. I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. I'll be back soon. Good on you. Just take care, all right? Der verläuft dich doch gleich wieder. So long as he stays away from that forest, he'll be fine on his own. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. Ja, aber du hast ihn dann allein in den Wald gehen lassen, obwohl du wusstest, dass die Monster sich gefährlich verhalten. Was? Was bist du für ein Bruder? And I was right. I'm
Mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with fewer regrets, even when you can't be sure where it leads. We managed to save Norbert, and perhaps that's all that matters. Ey, einfach vom Bruder im Stich gelassen. Okay. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. If I'd only steeled myself sooner. Ja, hättest du. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. Das hoffe ich auch. With Sir Norbert safely returned, Mel shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one. Yay, Mokri ist auch aufgestiegen. So, dann habe ich einen Umhang bekommen. Den finde ich bestimmt unter Ausrüstung. Das verändert aber nichts. Doch, Schwächungswiderstand erhöht sich ein bisschen. Ja, besser als nichts. Ich sollte ins Gasthaus und mit diesem Lonette oder wie er hieß sprechen. Außerdem wollte ich irgendwas kaufen, ein Medikament kaufen. Die Frage ist, wo finde ich denn den? Lora, das Ding, das Medikament. Wo kaufe ich das denn? This ladder looks sturdy enough to climb. We ought to put it to good use. Da drin? Ah. Ah, well met. Here for some fruit, Roborant, are we? Das Fruchtoproban. Wir können es uns zumindest leisten. Einmal. Do come again. We ought not tarry, but deliver what we have retrieved post haste. Hello again, sir. Say, have you brought some fruit robberant for me? Ja, das habe ich. Oh, so this is what it looks like. Brilliant. Many thanks, sir. Du siehst aus wie der Joker. Und nur, dass der Joker sich's aufgemalt hat. Ich finde, sie sieht so wie richtig creepy aus, einfach. So richtig, richtig creepy. I haven't much to offer in return, but I'll be sure to tell Grandfather what you did for us. He'll want to reward you proper like, I'll bet. Kinder in Games immer creepy, aber ganz ehrlich, das Gesicht. One could not have hoped for a gladder outcome. Ring des Hochgefühls, was bringst du mir? Ein von Macht erfüllter Ring erhöht ein klein wenig die maximale Gesundheit. Ja, komm. Warum nicht? Außerdem habe ich hier auch wieder ein Ausrufezeichen. I believe I can guide you to the person in question. We're in your hands, sir. Much obliged.
Die Sache ist, immer wenn ich irgendwo Ausrufezeichen hatte, hatte ich da eine Treppe, aber ich hatte keine Quest wie erwartet. Your path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Tis not for us to gainsay the Arisen's judgment. We must go where we are bid. Gott, die Kamera mit der Steuerung hier gerade insgesamt. Schwierig. Ah, Truhe. Hier, ein Kampfbogen. Seht ihr mal, wohin ich euch führe. Zur nächsten Truhe habe ich euch geführt. Beschwert euch nie wieder beim Captain. Der Captain weiß schon, wo es hingeht. Wow, was für eine Aussicht. Wie schön. Da jetzt hinsitzen und so ein Tee oder Käffchen trinken wäre doch was. Oder einfach sterben. Weil man verspringt. Das ist auch ein schönes Ende. Ja, die Steuerung ist irgendwie ein bisschen ungenau. Shall we go and speak with Sir Leonard, Master? Certainly, Master. I can take you to this individual. Habe ich die Truhe hier schon gelootet? Nein. Now we shan't lose our way. So, den Kampfbogen habe ich. Eigentlich wollte ich halt wissen, wo man da hinkommt. Wenn man da aus dem Loch klettert. Over here, if you please. So, ganz vorsichtig. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. Oh nein, ihr zwei seid Donald Duck und zwar in Doppelform. Huh? Nice spot for ingredients. Okay. Oh, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, man bekommt von Capcom wohl was sagen, wenn Online-Funktion aus ist. Das habe ich mittlerweile auch verstanden. Ich war schon ein bisschen überrascht. Hallo, ich bin einfach bei euch eingebrochen. Oh, bei dir eingebrochen, hallo. Well, you ought not strain yourself, not in your current state. Those burns could easily have killed you outright. I expect 'twill be some time before you fully recover. Pray, follow me. Mokri! Was? Du kannst doch nicht in die Wohnung meiner Retterin eindringen mit mir. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Aber dann auch noch alles klauen, was dir in die Finger kommt. Das macht man nicht. Nicht bei der Retterin. Bei allen anderen, aber nicht bei der Retterin. So zeigt man nicht seine Dankbarkeit. We're here, Master. Ich werde erstmal mit dir reden. We also offer changes of vocation for those who seek it. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Rasten erstmal, Laufbahn. Kannst du mir erklären, was es mit der Laufbahn auf sich hat? But I'm scraping by. Hm.
Laufbahngilden. Alle Arten von Laufbahnprozeduren können in der Gildenhalle einer Laufbahngilde vorgenommen werden. Laufbahn ändern. Hast du eine Laufbahn freigeschaltet, kannst du jederzeit zu ihr wechseln. Laufbahn freizuschalten erfordert Disziplin, die gesammelt wird, indem du gehen und Aufträge erledigst. Jede Laufbahn trainiert unterschiedliche Fertigkeiten und du kannst neue Fertigkeiten lernen, wenn dein Rang innerhalb deiner Laufbahn ansteigt. Fertigkeiten zu lernen erfordert Disziplin. Kernfertigkeiten sind von dem Moment an, in dem sie erworben werden, einsetzbar. Aber Waffenfertigkeiten müssen ausgerüstet werden, bevor sie benutzt werden können. Fähigkeiten. Dies sind spezielle Fertigkeiten, die unabhängig von deiner derzeitigen Laufbahn ausgerüstet werden können. Fähigkeiten werden mit Hilfe von Disziplin erhalten und sind von dem Moment an aktiv, in dem sie ausgerüstet werden. Du kannst bis zu 6 Fähigkeiten auf einmal ausrüsten. Je höher dein Laufbahnrang, umso mehr Fähigkeiten sind verfügbar. Ich kann Brand aktuell. Blitzregen. Ja, das ist halt einfach nur gerade die Überlegung, Brand oder Blitzregen ist irgendwo am Ende dasselbe gefühlt. Muss auch aufladen. Man kann zusätzliche Blitze durch den Verbrauch von Ausdauer erzeugen, ist natürlich anders. Aber ich kann mich nicht bewegen, während ich das anwende. Das finde ich halt nicht so cool. Wo sehe ich denn? Ach, da oben. Beschwört eine Ansammlung magischer Energie, die bis zu 3 Angriffe von Zielen blockiert. Die Ansammlung verschwindet nach einiger Zeit. Ich wünsche mir halt echt, ich könnte Visier anvisieren. Aber Schutz scheint schon ganz cool zu sein. Aber auch da muss ich drücken, laden, nochmal drücken. Verzaubert die Waffe des Zaubernden oder eines Verbündeten mit Feuer. Die Verzauberung hält einige Zeit an. Mit R3 auf mich selbst wirken. Ja, das macht ja halt wenig Sinn. Oder? Kernfähigkeiten und Fähigkeiten erstmal schauen. Okay. Fokussierter Blitz. Schießt eine kondensierte magische Explosion ab, die nach aktivem Zauber verschieden ist. Ah, das kann man vielleicht kombinieren mit dem auf sich selbst wirkenden Waffenzaubern. Schnellzauber. Unheilabwehr. Ja, das ist jetzt alles nicht so prickelnd, muss ich ehrlich gestehen. Außer vielleicht Schnellzauber. Bleibt das dann eigentlich bestehen? Also bleibt der Zauber für mich dauerhaft bestehen? Da steht halt nicht dabei, wie lange er bleibt. Wenn es wie im ersten ist, hat die Gunstfertigkeiten, dann haben deine Spells auch das Element. Ich lerne es einfach mal. So ein Mogri.
Wahres Ablenken. Wirft Attacken mit Beeindruckung der Macht auf das Ziel zurück. Hauerschleuder. Die Klinge beschreibt einen großen Bogen und schleudert leichtgewichtige Ziele spielt euch durch die Luft. Nehmen wir erstmal das. Beharrlichkeit. Jetzt leider zu teuer, aber ist in Ordnung. Bekommst du als nächstes. Schutz fand ich ganz cool noch. Ja, okay. Und dann würde ich nicht rasten. Wir haben noch eine Quest hier abzugeben. Was meinst du mit dauerhaft? Naja, es stand halt keine Abklingzeit beim Schnellzauber dabei. Heißt wirklich das einmal und es bleibt halt einfach da und wirkt für immer praktisch, dauerhaft? Oder geht das einfach irgendwann weg? Oder ist nur der nächste Zauber schneller? Da stand halt nicht dabei, wie lange die Zauber tatsächlich schneller gewirkt werden dadurch. Well, Matt, you're the one who saved Ulrika's life, aren't you? Muss für jeden Zauber aktiviert werden, aber das war doch ein allgemeiner Zauber, so habe ich das verstanden. Seid gegrüßt. She told me all about it. It was a very brave thing you did. I'm in your debt. Ulrika's as good as my daughter. Here, consider this a small token of my gratitude. Now tell me, are you registered with a guild? Perhaps you already know this, but registering with a guild will grant you access to specialized training, which comes in very useful when pursuing a vocation. Well now, that won't do. You need only speak with the innkeeper to register. Go on, it will only take a moment. Ich dachte, die Magier sind praktisch eine Gilde. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Noch erzählen wir erstmal was über die Magier. Schnellzauber wird mit R1 während des Casts aktiviert. Ich werde es schon sehen, wie es ist. Wie es funktioniert. It's a vocation for those who seek to master the mystical arts, magic. Mages can cast a wide array of offensive spells and aid their allies with magical support. However, the more powerful the spell, the longer one must spend incanting it. Thus, a mage is unlikely to last long on the field of battle without allies to protect them. Ja, darum habe ich immer Nahkämpfer dabei. Wir hoffentlich die Akku auf sich ziehen. Very well. There is no wrong choice in any case. It is entirely up to you which vocation you adopt. But I shan't take up any more of your time. Pray, be well. Die Meisterlehre. Die Meisterlehre ist die mächtigste Fertigkeit, die in jeder Laufbahn erworben werden kann. Eine Meisterlehre zu lernen erfordert die Anwendung eines speziellen Buches, welches du erhältst, wenn du den Laufbahnmeister mit deinem Können beeindruckst. Doch das wahre Potenzial dieser Fertigkeit kann nur von jenem realisiert werden, deren Laufbahnrang hoch genug ist. A moment long awaited. I knew it was only a matter of time before your skills reached a new height.
Ich mag die Vasallen, die mir ständig Honig ums Maul schmieren. Here at the inn, we also offer changes of vocation for those who seek it. Warte, ich kann Leuten einfach so Geschenke geben? I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Aber warum sollte ich den Wirt beschenken? Nee, ich kann nur die Laufbahn wechseln. Was ich ja nicht will. Alles gut. Do come again. So, was haben wir denn noch für Aufgaben? Aufträge? Lennart möchte mit dir reden. Ich habe doch gerade mit ihm geredet. If there is aught you wish to know of vocations, mayhap I can advise you. Mhm. Should you dedicate yourself to a vocation, you will find that new paths to master will open up to you over time. Try them as you like. Muss ich mir alles anhören? It is a vocation for those who seek to master the dagger. Such blades lack heft, though this grants them the advantage of speed. Thieves favor light armor, which leaves them more vulnerable to attacks than those of other vocations. Their talents depend upon their finesse and ability to compensate for the length of their blade through sheer agility. Naturally, it is a vocation for those who seek to master the bow, an exceptionally useful long-ranged weapon. At close range, however, a bow is nary more useful than a walking stick. Aye, the secret to being a successful archer is maintaining distance between you and your foes. It is a vocation for those who seek to master the sword and shield. Fighters favor a balanced approach, excelling in both offense and defense, and can adapt to any situation. I am a fighter myself. And should there come a time when you impress me with your prowess, I might be willing to impart unto you some of what I know. Okay, er ist praktisch der Meister, Lehrer für Kämpfer, schätze ich dann. Very well. There is no, but I shan't take up any more of your time. Aber das hat mich jetzt auch nicht weitergebracht. Da stand noch, Lennart möchte mit dir reden. Aber okay, dann möchte er wohl doch nicht mit mir reden. So this is where you've been. Come with me to the village entrance. The watchhead's waiting for you. Shall we seek some answers? Wer ist denn Gregor? Gregor Onk oder wer? Shall we go to him? I believe I can guide you to the person in question. Gut, Balrog, dann geh du mal vor. Much obliged. Danke. Gut, dass wir den Führer haben, die Führerin. Ich hätte jetzt nicht auf Anhieb gewusst, wer Gregor sein soll. Ah, first and foremost, will you accompany me to the capital? My thanks. Are you ready to depart, or do you need some time to prepare? Ich denke, ich brauche noch etwas Zeit. Und zwar würde ich das gerne eigentlich im nächsten Stream machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob einfach so gespeichert wird. Wo gespeichert wurde. Ah, dazu muss ich rasten, ne? Muss ich doch dafür Geld ausgeben. Ah, dann lass uns mal zurück erst gehen. Dann muss ich wohl erstmal Geld ausgeben für Speichern. Finde ich irgendwie komisch, muss ich ehrlich gestehen.
meine, wenn das die Möglichkeit ist, das Spiel sicher abzuspeichern, warum das so machen, dass man dafür Geld ausgeben muss? Es ist eine Kiste. I shall take a look inside. Unser System dürfte man speichern können. Ah, okay. Gut, weil das wurde mir vorhin nicht gesagt. Da hieß es nur, entweder ja, verlasst euch nicht aufs automatische Speichern, in Gasthäusern könnt ihr speichern. Und darum bin ich davon ausgegangen, man kann wirklich nur in Gasthäusern speichern. Okay, aber wir können auch hier speichern. Gut, dann nehme ich das zurück. Dann speichern wir an und ich hoffe, ihr hattet heute viel Spaß. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei diesem echt tollen Spiel. Bisher gefällt es mir gut, erinnert mich sehr an Dragon Age. Außer, dass mir die Charaktere ein bisschen noch zu nicht persönlich genug sind. Aber vielleicht kommt das ja noch. Ich habe ja keine Ahnung, was ich vom Spiel erwarten soll. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dann.